Also erstmal hallo und schönen guten Abend zum Tech Talk. So, heute haben wir mal was gemacht, was wir irgendwie seit, weiß nicht, einem Jahr oder sowas immer wieder anbieten und dann doch nicht machen und dann wieder vor uns nehmen und dann wieder doch nicht machen, dass wir nämlich mal, also wir sind normalerweise die, die hinter der Kamera stehen, dass wir nämlich mal erzählen, was wir eigentlich machen, wenn wir hinter der Kamera stehen. Weil, also ihr seid jetzt ja hier, aber viele Leute gucken das ja auch nur online und naja, ihr guckt ja quasi durch unsere Augen so durch. So, ne? Und da haben wir gedacht, wir erzählen mal ein bisschen, wie wir das eigentlich tun und warum wir teilweise ein ziemlich weirdes und sehr komplexes Setup haben, weil wir sind nämlich Sysadmins und Techniker und keine, also Softwareentwickler und keine AV-Techniker und da kommt dann nicht das raus, was man hätte, wenn ein AV-Techniker sowas designen würde. Wer sind wir eigentlich? Das ist Sophie, meine Kollegin. Das ist Mats auch mein Kollege. Ja, irgendwie so ist woanders im anderen Gebäude, macht was ganz anderes als ich, aber wir schaffen beide hier bei Cybert Media. Naja, eigentlich kennen wir uns ja wegen dem Video und haben uns dann deswegen, also arbeiten deswegen gemeinsam. Ist ja nicht so rum eher. Ne? Er hat mich hierher gezerrt. Tada! So, genau. Genug der Vorhergebrabbel. So, ihr habt alle ein Getränk, ihr habt auch alle was zu knabbern. Wir haben uns kurz vorgestellt, da würde ich sagen, geht's los. Ja, genau. Wir haben uns vorgestellt, den Peter kennt ihr schon, ich bin die Sophie und ich habe hier ganz rechts auf der Folie noch die Winkelkatze vom C3-VOG. Alles, was wir hier an Technik haben, viel von der Software, die wir verwenden, wurde ursprünglich mal im Umfeld vom Chaos Computer Club entwickelt und zusammengetragen, um dort die Vielzahl an Veranstaltungen, die überall über Deutschland und Europa verteilt sind, aufzuzeichnen. Wir haben das nicht alles selber entwickelt, viel davon kommt vom VOG und die Winke-Katze ist das Maskottchen von denen. Wir sind aber auch Teil des VOG, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Wir machen das eigentlich so in unserer Freizeit hauptsächlich und dann haben wir halt gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir in unserer Freizeit bessere Technik haben als bei Cybert. Also haben wir das halt hier auch angeschafft. So, ne? Deswegen ist das nicht A, B und C, sondern sowohl als auch. Apropos bessere Technik. Den YouTube-Account von Cybert Media gibt es seit ungefähr 2010. In der Vorbereitung von diesem Vortrag habe ich ein Video gefunden, das der Martin Cybert, unser Chef, damals von irgendeinem Vortrag aufgezeichnet hat. Ich lasse einfach mal die ersten paar Sekunden abspielen. Wer schon mal einen anderen Vortrag von Cybert Media gesehen hat, inzwischen besser geworden ist. Also die wichtigen Sachen sind dabei. Man sieht irgendwie den Mensch, der rumläuft. Man sieht die Folien. Man hört vielleicht ganz leicht, dass da irgendwer spricht. Irgendwie haben wir heute Funkprobleme, glaube ich. Also habe ich es mit dem Gefühl. Oder der Martin hat einen schnellen Finger und tappt die ganze Zeit auf dem Mischpult rum. Nee? Der macht nichts? Okay. Also man sieht irgendwie die Folie, man sieht irgendwie einen Menschen, der da redet, aber es ist alles ein bisschen, naja, es ist nichts Richtiges. Warum machen wir eigentlich Video? Wir wollen die ganzen Vorträge, die nachhaltig festhalten. Das ganze Wissen, was hier gesammelt wird, was wir verbreiten wollen, soll unbeschränkt zugänglich sein für alle. Das klassische Fernsehen hat ausgedient. Menschen wollen ihr Wissen dann konsumieren, wann sie wollen und wo sie wollen, auf was auch immer für einem Gerät. Deshalb zeichnen wir das Ganze auf. Ja, das ist auch für uns intern so eine Sache. Also wir sind irgendwie 150 Mitarbeiter inzwischen ungefähr. Wir sitzen an drei Standorten. Der Julian hat es ja gerade gesagt, da war er zu faul, mal schnell rüberzukommen. Das ist jetzt ja, klar kann man sich darüber lustig machen, aber das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Also wenn wir hier ein Event machen wie den Tech Talk, ich sehe jetzt 3, 4, 5 Mitarbeiter hier. Die anderen sind halt jetzt nicht hier. Selbst wenn sie es wollten, würden die gar nicht alle in den Raum reinpassen. Also wir haben uns irgendwann festgestellt, dass wir uns was überlegen müssen, wie wir so Informationen weiterleiten können, auch innerhalb des Unternehmens.
Und Videoaufzeichnung ist ein Riesenthema davon. Klar, so ein Tech-Talk ist jetzt nicht so spannend, aber auch unser monatliches Come-Together, wo wir als ganzes Unternehmen wichtige Dinge besprechen, die für das Unternehmen relevant sind, machen wir einen Livestream von, den andere Mitarbeiter in ihren Standorten an ihren Rechnern angucken können, zum Beispiel. Oder auch nachträglich. Wir haben Leute, die sagen, ich stehe noch an der Werkstatt mit meinem Auto, aber ich gucke auf dem Handy den Livestream vom monatlichen Review. Das ist halt der andere Aspekt von zeit- und ortsunabhängig. Man muss nicht hierher kommen, man kann es auch noch ein paar Tage später gucken, wenn man aus dem Urlaub zurück ist oder so. Und kriegt trotzdem denselben Informationsgehalt wie alles, wie das, was die Kollegen kriegen, die hier vor Ort waren. So, AV-Technik. Wir bauen uns, wenn wir einen Vortrag aufzeichnen wollen, ein Studio. Quasi ein komplettes Studio mit Audiotechnik, mit Videotechnik, mit allem drum und dran. Mit ganz vielen Kabeln, mit teilweise professionellem Equipment, teilweise auch relativ günstige Lösungen, sage ich es jetzt mal so. Und der Peter hat auf die Folie Kinesium geschrieben, was auch eine sehr gute Bezeichnung für günstige Geräte, die direkt aus China importiert worden ist. Dieses transportable Studio, also du hast jetzt gesagt, wenn wir einen Vortrag aufzeichnen, das ist jetzt ja so eine Seibert-Sondersache, dass wir meistens nur einen Vortrag aufzeichnen. Das Setup, das wir euch jetzt erklären und wie wir es machen, ist eigentlich gemacht für größere Konferenzen. Also zum Beispiel für die Tools for Agile Teams 4 oder jetzt bald 6 Räume über den ganzen Tag oder sowas wie die FrostCon, irgendwie 3 Tage und oder 2 Tage und 5 Räume. Und FrostCon sind 8 Räume. 8 Räume, von morgens bis abends, ein Vortrag nach dem anderen, Viertelstunde Pause dazwischen. Da fallen dann an einem Wochenende mal schnell 100 oder 150 neue Videos aus der Pipeline. Ja. Und das ist halt ein Setup, quasi, da ist unser System drauf optimiert. Das wird man jetzt auch an vielen Stellen sehen, dass das eigentlich für so, ich nehme mal einen Vortrag auf, total Overkill ist. Weil dazu brauche ich nicht ein komplettes Studio hinstellen. Aber es hat halt Vorteile, zum Beispiel hier unten, wir schalten das ein, der Setup-Aufwand hier in diesem Raum, wo alles quasi fest eingebaut ist, ist mehr so 5 Minuten oder 10 Minuten. Ja. Und dann habe ich ein funktionierendes Setup mit Livestream und Aufzeichnung und all den ganzen Features. Aber was wir zum Beispiel auch machen können, ist sowas wie mehrsprachige Aufzeichnung mit Übersetzern und sowas, so Live-Translations in verschiedene Sprachen. Macht man jetzt auch nicht für einen Tech-Talk, ja, aber ist halt alles Teil der Komplexität, die wir da aufziehen, weil wir das halt anbieten wollen für große Konferenzen, die wir auch betreuen. So, egal ob kleiner einzelner Vortrag oder große Konferenz, es gibt immer, eigentlich immer dieselben Quellen und dieselben Ziele. Quellen sind hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite und unten. Wir haben mehrere Kameras irgendwo im Raum verteilt. Wir haben irgendwo Folien von PowerPoint, Google Slides, sonst noch was. Wir haben irgendwo Musik, die herkommt. Wir haben Menschen, die reden. Ziele sind die Aufzeichnung. Es ist hier eine Festplatte. Kann aber auch irgendeine Webplattform sein. Die Kugel fürs Internet, es soll einen Livestream geben, Menschen sollen live zugucken können, was jetzt gerade in Hamburg auf dem Kongress oder in Wiesbaden auf der Tools for Agile Teams passiert. Und man hat auch noch einen Laptop, manche Leute laden sich die Vorträge runter und schauen sie im Flugzeug, während sie kein Internet haben. Um die ganzen Quellen und Ziele irgendwie zusammenzubringen, habe ich vor einer Weile mal versucht, das Ganze aufzuzeichnen. Was wohin fließt, was mit welchen Kabeln verkabelt ist. Stellt euch das Ganze vor, dass das ein langes Dokument ist, was irgendwie mehr so DIN A4 hochkant ist und kein 16:9 Breitbild. Deshalb ist da die gestrichelte Linie in der Mitte das einmal geschnitten und zerlegt. Genau. Die Elemente, die da jetzt an der Wand sind, stehen auch teilweise auf dem Tisch. Ich fange ganz rechts an, Audiomixer. Ich habe hier mal unser altes Modell an Audiomixer mitgebracht und ausgepackt. Da kommen alle Signale von den Funkmikrofonen oder Audio vom Laptop kommt da rein und so weiter. Warum erkläre ich das eigentlich auf dem Bild hier? Ich habe doch einzelne Folien für einzelne Elemente. Da hatte ich mir beim Folienstellen wohl gedacht, dass die Rechenpower am wichtigsten ist. Was ein Desktop-PC ist, kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Wir nennen das Ganze nicht Desktop-PC, wir nennen es Encoder Cube.
Hier die schicke schwarze Box ist ein relativ potenter Rechner mit einem wichtigen Feature. Er hat zwei Blackmagic Capture Karten drin. Da können Videosignale reingeschickt werden, entweder per SDI oder über HDMI. Das Ganze steht dann in Software zur Verfügung, kann komprimiert werden, kann gemixt werden und so weiter. Als Bedienoberfläche verwenden wir einen schnöden alten Laptop. Muss nichts Besonderes sein, Hauptsache er hat Netzwerk, Ethernet. Zur Weiterverarbeitung. Der Encoder Cube ist während dem Live-Betrieb komplett in Beschlag genommen, kann also, wenn wir es eine mehrtägige Veranstaltung haben, nicht nebenher noch die Releases rechnen. Wie das funktioniert, kommen wir später noch dazu. Deshalb noch einen extra Rechner nebendran, der auch für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Da sieht man auch so ein bisschen so Designaspekte, ne? Der Encoder Cube, der steht im Raum. Der muss zwar sehr rechenleistungsstark sein, aber der muss auch sehr leise sein, weil keiner will so einen Föhn im Vortragssaal stehen haben, wo dann nur drei Leute sind. Deswegen ist er relativ groß. Der Minion, wir haben ihn jetzt nicht ausgepackt, aber der ist auch nicht größer als diese Box. Der ist genauso leistungsstark, aber der ist halt viel kleiner. Warum? Naja, weil wir das alles irgendwie in so eine Kiste einpacken müssen. Und Packmaß ist ein wichtiges Feature. Also umso kleiner, umso besser, so klein wie es halt geht in der Lösung. Und da der Minion meistens dann irgendwo in einem anderen Raum steht, muss er nur Netzwerk haben oder steht irgendwie im Rechenraum, kann der ruhig lauter sein. Da haben wir dann halt so kleinere Varianten für genommen. Ne? Und da ist quasi, sieht man, dass also kein Kubikzentimeter von diesem Case ist für irgendwas verschenkt. Ne? Am Ende vom Vortrag werden wir es alles, oder nach dem Vortrag werden wir alles einpacken und könnt ihr mal sehen, wie das gepackt aussieht da drinne. Nächste Folie. Ah, jetzt habe ich Audio hier drinne, genau. Dieser Vortrag hier wird jetzt gerade auf einem QSC TouchMix 8 gemixt, der in unserem kleinen Technik-Kabuff neben dem Publikum steht. Ist ein kompakter digitaler Mischer, der alle wichtigen Features, die wir brauchen, mitbringt. Was am wichtigsten ist, er hat einen EQ, dass er ein bisschen auf den Raum abgestimmt werden kann und die ganzen Frequenzen, die sonst rückkoppeln würden, rausgefiltert werden. Wir haben Funkstrecken mit dabei. Der ganze Audiokrempel ist in so einem Audiocase verpackt. 4 Funkempfänger für die Funkmikrofone. Wichtig dabei, die Frequenzen sollten überall in Deutschland frei sein. Da gibt es das sogenannte E-Band irgendwo bei 700 ein paar zerquetschte Megahertz. Ja, ist ganz schön fies. Seit es LTE gibt, werden die Lücken immer kleiner. Also die Menge an Frequenzen, die man noch hat, um Mikrofone zu fahren, werden wirklich sehr, sehr, sehr viel enger. Jetzt hier die Mikros, die wir benutzen, sind auf 1,8 GHz. Das ist so da, wo DECT auch unterwegs ist. Weil das ist halt eine der wenigen Lücken, die noch frei sind und noch nichts passiert. Und das ist uns auch schon passiert, dass wir also, ne, hier plötzlich LTE-Funk drin hatten. So auf dann knattert es halt munter vor sich hin. Knattert es halt wie blöd. Im besten Fall, im schlimmsten Fall kommt dann halt die Bundesnetzagentur und klopft mal, dann wird es teuer. Oder wir hatten das auch, dass wir an verschiedenen Standorten, in Locations, plötzlich Sprache von einem anderen Teil des Gebäudes in unserem Mix hatten. So, dann besser so, als dass die uns drin haben, aber das ist halt auch sehr unangenehm. Also Frequenzmanagement ist leider ein Riesenproblem, wenn man durch die Gegend reist und vielleicht auch in größeren Gebäuden ist, keine Ahnung, ob jetzt irgendwie über uns, das ist eine andere Firma, wenn die eine Funkstrecke anschalten auf derselben Frequenz, dann haben wir halt, dann hören wir uns halt gegenseitig. Ja, das kann gut sein. Weißt du, welches Frequenzband ihr benutzt? Also das ist ein Kollege von der Firma oben drüber. Also siehst du, da kollidieren wir nicht. Wir sind bei 863 bis 865? Okay. Aber das sind genau die Frequenzen von den Dingern da, wo wir Einstreuung hatten. Also jetzt wissen wir, wo die herkommen. Gut. Audio. Was jetzt hier nicht mit auf der Folie ist an Audiosachen, sind so ein paar kleine Gimmicks, die man noch braucht, um Audio von Laptops mit in professionelle Veranstaltungstechnik mit reinzubekommen. So Laptops haben heutzutage, wenn sie es überhaupt noch haben, einen Kopfhörerausgang. Es gibt da, glaube ich, so angebissene Äpfel, die das nicht mehr alle haben. Und professionelle Audiotechnik will eigentlich immer am liebsten alles über XLR machen, weil störungsfrei und so. Gibt so die iBoxen und eine ganze Menge Kabel, schön einsortiert im Meshback Audio kurz. So wurde er irgendwann mal auf der Checkliste benannt und so ist er jetzt halt auch der Meshback. Genau.
Slides. Ganz wichtig in so einem Vortrag sind immer die Folien. Wenn ich Engelschulung mache, also Freiwilligen helfen, erkläre, wie Vortragsaufzeichnung funktioniert, sage ich ihnen immer irgendwo mit drinne, wenn ihr einschlaft, schaltet die Folien ein und dann ist okay. Dann kann man den Vortrag noch folgen. Deswegen legen wir großes Augenmerk darauf, von möglichst allen Laptops in möglichst allen Auflösungen in allen Lebenslagen irgendwie die Folien aufnehmen zu können. Da ist jetzt hier so eine Dreierkette an HDMI-Geräten hintereinander. Einen HDMI-Splitter, eine HDMI-Matrix und einen Transmart-Scaler. Die Matrix ist quasi Umschaltezentrale, 4 Eingänge, 2 Ausgänge, kann 4 verschiedene HDMI-Signale annehmen. Zum das Beispiel, fällt unter Chinesium. Ja, das fällt unter Chinesium, so die, genau. Die günstigste Variante, die man auf Amazon kriegt. Kann man auch im professionell kaufen? Hatten wir jetzt, was war das? Das war jetzt Barco so ein Barco PDS 902 oder ja, so. Kostet. Wird man aber relativ schnell 4K los. Also 4.000 Euro für einen HDMI-Umschalter in professionell. So viel kostet der PC und das Notebook zusammen. Ja, das ist halt auch so ein Aspekt daran. Das gesamte Setup, was man hier sieht, wenn ihr das einem professionellen AV-Techniker in die Hand drückt, dann lacht ihr euch kurz aus und das Lachen kostet so viel wie unser Setup. Ja. Nächstes Stückchen Kinesium, ein Transmart Scaler, auch wieder so eine kleine graue Box. Das wichtige Feature an dem Ding ist, dass es einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang hat und zwischendrin ist ein Android, das uns das Videosignal, was reinfällt, auf eine bestimmte Auflösung skalieren kann auf eine bestimmte Bildwiederholrate. Ich finde, das ist ein super schönes Beispiel dafür, wie wir so bei der Videocrew ticken. Also auch wieder, man kann Scaler kaufen, kein Problem, Analog Ray, 3G, Puls irgendwas, keine Ahnung, kostet auch irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Euro, kein Problem. Braucht man 2 Notebooks, braucht man 2 davon. So eine Box kostet 250 Euro ungefähr auf Alibaba und die Dinger sind gedacht, um sie quasi zwischen den Satellitenempfänger und das Fernsehen zu hängen und immer wenn Werbung ist, spielt er YouTube ab. Also so Sachen kann man, dafür sind die gemacht. Ja? Deswegen hat er einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang und dazwischen ist halt ein kleines Android. Also das Ding hat irgendwie SATA und Ethernet und USB und es kann auch WLAN und das benutzen wir alles nicht. Wir stecken einfach nur HDMI rein, HDMI raus und fertig. Und dann startet er halt eine Anwendung, die alles vom Eingang auf den Ausgang kopiert und weil es ein Android ist, kann ich in die Einstellung gehen und kann sagen, mach mal die Auflösung. Fertig, Scaler für 250 Euro. Ja. So günstig kriegt man das nicht in professionellem Equipment, aber who cares? Einziger Nachteil, man konfiguriert es mit einer Fernbedienung und wenn man es verkonfiguriert hat, muss man sich erst einen Fernseher suchen gehen. Weil, ne? Ja. Aber wenn man das akzeptiert, funktionieren die Dinger seit mehreren Jahren super solide und selbst wenn nicht, dann kauft man halt was auch immer gerade der Hersteller wieder für eine Marke. Also die heißen jedes Mal anders, aber ist dieselbe Technik. Gibt da halt ein Chipset, das immer wieder in neues Plastik gepresst wird. Ja, kommt, das fällt alles aus der Firma raus. Die drucken nur jede Woche ein anderes Label drauf. Genau. So. Aber so Lösungen haben wir relativ viele, die einfach relativ gut funktionieren und wo wir teilweise, wenn wir mit AV-Technikern reden und denen erklären, ja, das haben wir hier, da haben wir einen Splitter dazwischen geschaltet, dann fallen denen halt die Augen aus dem Kopf. Weil die kaufen die teuren Lösungen, die können das alle auch, manchmal, aber da, ne, das kostet halt irgendwie nur 1/10 davon und kann am Ende sogar manchmal noch mehr. Die teuren Lösungen sind sehr gerne in Universitäten verbaut, nennt sich dann irgendwie Crestron oder Extron und kostet ein Heidengeld, zum einen die Technik und noch viel, viel mehr Geld für den Techniker, der kommen muss, um es einzurichten, weil die Software niemand haben darf. Und dann funktioniert da halt irgendwie auf den super hübschen, tollen neuen Beamern, die jetzt für noch viel mehr Geld angekauft wurden, eigentlich alle 1080p können, irgendwie nur die alte VGA-Auflösung. Also wir haben bestimmte Standorte, wo wir jedes Jahr sind, wo wir vor der Veranstaltung eine ordentliche Config auf die ganzen Saalanlagen aufspielen und wenn wir wieder gehen, spielen wir die kaputte wieder auf, damit es keiner merkt. So, weil sonst dürften wir das halt, also es darf halt keiner wissen, dass wir die Software haben, weil die ist halt irgendwo grau aus dem Laster unten rausgefallen und dann die Keycard mit dazu. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Also gerade, wir sagen eigentlich immer, umso komplexer der Veranstaltungsort ist, umso mehr Technik die selber haben, umso schwerer ist es für uns, weil wir müssen das alles erstmal hacken, um es irgendwie benutzbar zu machen. Am liebsten sind uns irgendwie so Dinge, wo halt ein Beamer an der Decke hängt und ein Kabel aus der Wand fällt, weil da ist es relativ einfach, sich dazwischen zu stecken. Aber auch ein aus der Wand fallendes Kabel kann zu lang sein. Was wir noch nicht drüber genannt haben, der HDMI-Splitter. Ich habe jetzt hier keinen in der Hand, aber es gibt auch so Kinesium-Splitter.
Und es gibt Verschlüsselung auf HDMI. Nennt sich HDCP, ist eigentlich dafür gedacht, um Kopierschutz zu enforcen, wenn man jetzt irgendwie Netflix abspielt, dass man das nicht aufnehmen kann. Es gibt auch angebissene Äpfel, die schalten, egal was man gerade anzeigt, auch für einen leeren Desktop HDCP ein. Und dann können wir es natürlich nicht aufzeichnen. Deshalb gibt es Kinesium-Splitter, die das zufällig vergessen, auf dem Ausgang wieder einzuschalten. Und dann können wir trotzdem aufzeichnen. Ja, ist wieder so ein Fall von, ne? Also alle zwei Ports rein, ein Port raus Splitter, die wir auf Amazon gefunden haben, machen das. Alle vier Ports rein, einer raus, machen das nicht. Also wir vermuten, dass die am Ende auch alle aus derselben Firma gefallen sind, nur jede Woche halt ein anderes Logo drauf und am Ende ist es halt derselbe Chip. So. Ja. Aber dann, ne, das, man kauft halt einfach 10 Stück, die kosten dann irgendwie einen Zehner das Stück und wenn 3 davon funktionieren, ist klasse, die anderen habe ich als Reserve dabei. Super. Ja. 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 So, Folien sind meistens irgendwo vorne im Vortragssaal an irgendeinem Rednerpult. Unsere Technik steht nicht immer mit am Rednerpult. Heute steht sie ja auch quasi heute hinter euch. Heute steht sie, ne? Hinter euch. Das können auch mal 100 Meter sein zwischen Rednerpult und dem Ort, wo wir den Encoder-PC aufstellen können. 100 Meter, ne, ist jetzt nicht Luftstrecke, sondern in die Wand, Kabelweg. Nach oben, über die Decke, rüber, übers Patchfeld, hinten wieder runter und dann von unten durch den Boden wieder hoch. Genau. Also relativ schnell 100 Meter vor. Da gibt es jetzt sind wir mal im Feld der professionellen Veranstaltungstechnik und zwar bei SDI angelangt. Serial Digital Interface. Video in HD und 4K und hast du nicht gesehen über schnödes altes BNC-Kabel. Ich weiß nicht, welcher alt genug ist, um noch Netzwerk über solche Kabel gemacht zu haben. Oh, da nicken drei Menschen. Drei Menschen heben die Hand. Schön. Wir machen da Video drüber. Wie viel Megabit konnte man da früher Netzwerk drüber machen? Wie viele Megabit Netzwerk über BNC-Kabel? 10. Wir schaffen da 3 Gigabit drüber zu schieben. Unkomprimiertes Video. Da fällt vor lauter Schreck, fallen die Kabel in die Box. Oh, genau. So. Und jetzt stehen hier noch 9.999 Adapter auf dieser Wand. Okay, wie viel Videoausgänge an den Notebooks kennt ihr? Also HDMI nehmen wir mal als gegeben. Wer kennt noch was? DisplayPort? VGA? DVI. DVI an einem Notebook? Ja, gibt's. Alte, gut. Alte MacBooks. Ja? Micro-HDMI, genau, Mini-DVI, Micro-DVI, Mini-HDMI und Micro-HDMI. So, Mini-Display-Port fehlt noch. Haben wir noch USB-C. Dann gibt es noch eine Mini-Variante von VGA. Die haben wir aber nicht im Adapter-Kit, weil die gibt es, ich weiß nicht, ob es die in the wild gibt. Das sind noch ältere MacBooks als die, wo dickes DVI hatten. Ja. Also ich hatte zum Glück noch keins in den Fingern, aber ich habe schon die abstrusesten Menschen mit den abstrusesten Präsentationsdevices auf den Bühnen stehen. Ja, wir gehabt. Hatten so wie Gameboy-Videoausgang. Könnt ihr das? Ja. Gibt's auf dem Kongress. Ich habe meine Slides für den Gameboy programmiert. Cool. Ja. Gute Idee. Lass uns 5 Minuten überlegen. Yeah. So. Genau. Und deshalb ist in unserem Videosetup auch immer eine Speaker-Adapter-Tüte mit dabei, wo ich greife jetzt hier einfach mal wild rein, Adapter von allem auf alles drin sind. Und das ist nur die eine Hälfte mit dem Speaker-Adapter. Und da gibt es noch irgendwo anders eine Tüte, die sich dann Video-Adapter nennt. Und da Weil ist dann noch mal mehr Wir müssen ja drin. Mit den Beamern, die in der Location sind, adaptieren. Was weiß ich, was das... Also da gibt es ja noch die... Da gibt es RGB-HV. Habe ich schon gesehen. RGB-HV. HDBST. Kurz Erklärung: RGB-HV ist VGA-Kabel auf 5 Koax-Kabel aufgeteilt. Total geil. So. Die sind dann in so einem Multicore, so einem 3 cm Multicore. Also, das fühlt sich an wie 32 Ampere Stromleitung. Und dann HDBST gibt es in der Zwischenzeit immer mehr. Ist eigentlich auch relativ cool über Cut-Kabel, aber auch nicht über alle. Das müssen Verlegekabel sein. Also da hinten, wir haben sie jetzt nicht da vorne. So eine Rolle Verlegekabel, 50 Meter, ist auch schön schwer. So mit ordentlichen Steckern drauf. Was gibt es noch Wildes? Ich habe noch ein paar. SDI können manche. Manche machen DVI über Glas. Oh ja, das ist auch DVI über und HDMI über Glas. Ja. Ja, aber DVI über Glas ist relativ cool. Da gibt es so Adapterstecker, dann leuchtet es hinten raus. Also wir haben schon fast alles gesehen, was es gibt und fast alles, was es nicht gibt. Und wir haben für fast alles Adapter dabei. Also zumindest irgendwie, wenn man mehrere zusammensteckt, kriegen wir eigentlich alles irgendwie adaptiert. Genau. Weil ich habe es vorhin erzählt, es ist Sonntag, abends, 19 Uhr, du baust den letzten Raum auf, Montagmorgen, 8 Uhr geht der erste Vortrag los. So, und jetzt? Was jetzt?
Und jetzt steht Montagmorgen der Mensch mit seinem iPhone da und will von dort seine Folien zeigen. Oh ja, oh, Lightning haben wir vergessen. Ja, genau. Verdammt. Ja, ernst, wir scherzen nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Easter Hack. Ja. Hat wer sein iPhone mit den Folien drauf gehabt und sein iPad zum drauf rumschmieren und die irgendwie miteinander... Und kein Adapter. Und das, kein ist halt, Adapter. Das sind die geilsten. Die Leute, die mit den weirdesten Geräten kommen und sagen, ja, ich denke, ihr habt alles. Stimmt ja auch. Die Ehre sagt ja. Die Praxis, oder ne, ist ein bisschen Sidetrack. Die Leute, die mit ihren Notebooks kommen und sagen, ja, ist leer. Hast du ein Lenovo-Ladekabel da, aber das von vor 6 Jahren. Ich kann mal suchen gehen. Ja. Labornetzteil und Kokoklemmen. Ne? Side-Tracking. Wir drücken mal weiter, sonst wird man heute Also uns macht fertig. Das Spaß, das ist das Hobby. Ne? Ja, genau. Und wir werden hier dafür bezahlt, das ist das Geile dabei eigentlich. So, Kameras. Es stehen hier irgendwelche Menschen auf der Bühne und hüpfen und wedeln und zeigen Dinge. Und irgendwie will das Ganze aufgezeichnet werden. Im VOG haben wir 2 verschiedene Kameratypen im Einsatz, so eine Panasonic und eine JVC. Eine von JVCs habe ich hier. Die hat auch Cybert Media im Einsatz auf schönen, stabilen Stativen. Wichtige Features an diesen Kameras sind, sie können auf SD-Karte aufzeichnen, auf 2 Stück, auch mal einen ganzen Tag lang, ohne dass man wechseln muss. Sie haben irgendwelche XLR-Audio-Inputs, also hier wieder professionelle Audiotechnik und so. Und sie haben einen SDI-Ausgang und können 24 Stunden rund um die Uhr 5 Tage am Stück betrieben werden, ohne kaputt zu gehen. Die meisten DSLRs können das nicht. Ja, die gehen entweder in Flammen auf. Oder die Sensoren oder die gehen Akkus kaputt. Platzen. Oder die Akkus platzen. Oder die Sensoren werden zu heiß. Oder die haben keine gescheiten Audio-Inputs. Oder die haben nur so frickeliges kleines Micro-HDMI oder als sie kommen Output. Nicht mit 256 GB SD-Karten klar. Und so weiter und so fort. Also, wir mögen die SLRs nicht. Habt ihr das? Also, genau. Die sind für Broadcast halt nicht gemacht. Ja. Also da sind wir wieder beim Thema so, was ist unser Use Case? Wenn ich irgendwie ein Interview aufzeichne, eine halbe Stunde, kein Problem. DSLR, bestes Ding. Macht ein viel geileres Bild als die Teile. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Kann ich besser einstellen. Da habe ich aber auch 1 Stunde Zeit, das einzustellen. So, wir haben halt so einen Broadcast, der Typ kommt auf die Bühne und fängt an zu reden. Das muss laufen. Das geht nicht anders. Wir können uns nicht die Zeit nehmen, den Shot einzustellen und die Tiefenschärfe gerade zu ziehen und irgendwie, das muss halt einfach laufen. Und wenn wir so ein Event aufbauen, dann bauen wir die Räume meistens am Vortag auf und dann bleiben die an. Da schaltet keiner was aus. Das läuft dann halt 6 Tage durch. Das muss 6 Tage durchlaufen, Tag und Nacht. So, und das ist halt mit DSLRs oder auch iPhones oder Raspberry Pi Kameras ist das halt mehr so. Ja, könnte vielleicht gerade mal 3 Stunden laufen und dann sollten wir es mal neu starten, weil sich irgendwas aufgehängt hat. Ne, also nur mal so iPhones, habe ich schon gesehen. Ja. Die machen ein geiles Bild, also iPhone-Kameras sind echt gut. Aber wenn die halt mal irgendwie 2 Tage auf dem Netzteil laufen gleichzeitig, dann gehen die halt einfach irgendwie nach einem halben Tag aus wegen Überhitzung, weil der Akku halt geladen werden muss und der Sensor ist heiß. Ja. Ist halt nicht für unseren Use Case geeignet. Aber da streiten wir uns auch mit Marketing immer drüber, weil die sagen, wir brauchen richtige Kameras und dann kommen wir immer und dann schicken sie uns wieder weg, weil die machen ja kein schönes Bouquet. Ich meine, die gehen halt dafür auch nicht aus. Ne? Also ja. Genau. Stativ, Fluidkopf steht hier unten noch dran. Fluidkopf heißt, dieses Stativ hat einen Kopf, der in 2 Richtungen, also Dreh- und Kipp- und Schwenkbar ist und die Bewegungen sind. Das Stativ ist so gebaut, dass da möglichst weiche Bewegungen mitgemacht werden können. Ein kleiner Finger reicht, um hier einen schönen Schwenk durch den ganzen Raum zu machen. Keine Angst, die Kamera ist nicht auf Recording, ich habe euch nicht gefilmt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie über die Bühne laufe, dann kommt unser Videoengel da schön mit klar und die Menschen im Livestream sehen jetzt wahrscheinlich einen butterweichen Schwenk wie hier durch die Gegend Tiger. Hoffentlich wird ihn nicht schlecht dabei. Hoffentlich wird ihn dabei nicht schlecht, genau. Fluidkopf. Und das Stativ ist natürlich klein zusammenfaltbar und passt hier Wunder in das und Case schwer, rein. Schwer genug. Schwer also genug. Das ist halt, das, ihr könnt ja gerne nachher mal auswählen an dem Stativ und an dem. Also das ist die günstige Variante, die kostet so 300, die kostet so 700, das ist nur das Stativ. Probiert es mal aus, ob ihr den Unterschied merkt. Also ich liebe dieses Stativ und das ist nicht so mein Freund. Probiert mal aus, ob ihr den Unterschied merkt. Hier ist es jetzt ausnahmsweise mal kein Kinesium, hier ist es jetzt Markenware. Das sind halt auch die Sachen, die du nachher siehst. Also sehr eindeutig siehst in der Bildqualität daran, ob den Leuten halt schlecht wird, wenn du hin und her schwingst, weil es halt ruckelt oder so. Das gerne mal ausprobieren. Also die sind jetzt auch aufgebaut, damit ihr sie anfasst danach. Sonst eher nicht, heute schon. Genau. Nächste Folie.
So, Aufbewahrung und Transport. Ich habe es hier schon ein paar Mal meinen Kopf in dieses Flightcase reingesteckt, um einzelne Teile rauszuholen. Das meiste, was hier auf dem Tisch steht, ist Audiocase nicht, aber die Kamera, das Stativ, der Rechner, Laptop und eine ganze Menge Tüten mit Kleinkram und kilometerweise Kabel passen hier alles in vorgefertigte Fächer rein. Klappe zu, Affe tot, kann in LKW geschoben werden und nach Berlin geschippert werden, ohne dass die Spedition dabei was kaputt macht. Genau, diese Meshbags hier sortieren die einzelnen Sachen einigermaßen sinnvoll nach Zweck, Funktion, Art und sonstiger Weise. Mit einem Griff komme ich direkt zum Scaler, wenn er in seine Tüte eingepackt ist. Wichtig für einen schnellen Aufbau, wenn wir so einen Raum aufbauen wollen in einer bekannten Location, brauchen wir ungefähr 1,5 Stunden, bis alles fertig eingerichtet ist. Da kann ich mir nicht leisten, erstmal noch durch den ganzen Bodensatz durchzuwühlen, wo ist denn jetzt gerade der DVI auf HDMI-Adapter hin. Also jeder, der schon mal irgendwie daheim renoviert hat oder Baustelle, so, ich fahre noch mal schnell in den Baumarkt was holen. Kommt zurück, Tag ist um. Das ist immer so. Mal schnell was holen ist unglaublich teuer. Am Aufwand. Eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, bis wir es gefunden, überhaupt kein Problem. Und wenn wir jetzt, was weiß ich, wir sind mit dem Zeugs in den Rhein-Main-Hallen, wir bauen den Raum auf, wir haben 1,5 Stunden pro Raum kalkuliert. So. Das heißt, wir haben 6 Räume aufzubauen. Ich fahre noch mal schnell ins Luisenforum und hole ein Kabel. Ja, dann ist schon alles, die Zeit, die ich brauche, dieses Kabel zu holen, ist ein Raum aufbauen. Und wenn wir bauen zu zweit eine Veranstaltung mit 6 Räumen auf, dann wir können uns das nicht leisten, nochmal schnell zurückzufahren. Es muss alles da sein. Und wir brauchen alles auf einem Haufen, wir brauchen alles mit 2 Handgriffen bereit. Du musst auch wissen, dass alles Einsatz da ist. Ja. Ja. Wir machen die Planung, wir haben relativ gut im Kopf, was in dem Case drin ist. Wenn wir in so einen Raum gehen und planen, wie wir den aufbauen, da benutzen wir das Kabel, oh, dann müssen wir uns noch eins so von der Art besorgen, da haben wir nicht genug. Wenn wir es nicht wissen, gibt es Checklisten. Ja. Wir haben auch vorhin, irgendjemand hat gefragt, warum sortiert ihr das immer so oft so genau ein? Wie schafft ihr das, euch da am Riemen zu reißen? Wenn wir jetzt nicht als Seibert unterwegs sind, also Seibert hat nur 1 von den Cases und 1 ist hier fest eingebaut im Raum. Beim VOG haben wir 6 und die werden auch parallel benutzt. 2 in Berlin, 2 in Hamburg, 2 in was auch immer in der Spedition noch unterwegs. Wenn die jetzt in Hamburg merken, dass die Kabel, die sie eigentlich brauchen, noch in der Spedition sind oder in Berlin, dann ist halt ein Problem. So ist es Sonntagabend, da kann nicht mehr einer losfahren und holen. Also die müssen, jedes Case muss vollständig sein. Also ein Case ist ein Raum. Und wenn da was fehlt oder nicht einsortiert ist oder nicht griffbereit, dann ist schon das Paniklevel gleich ziemlich hoch. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich diese Checkliste von diesem Case schon abgearbeitet habe. Ich war mit dem VOG, ich möchte es nicht angeben, aber ich war mit dem VOG dieses Jahr schon auf 10 Veranstaltungen, glaube ich. Jedes Mal 2 oder mehr Räume. Jedes Mal gleiches Setup, jedes Mal gleiche Anzahl von Kabeln. Mit einem Handgriff weiß ich genau, hier kommt jetzt ein 20 Meter Ethernet-Kabel raus, das reicht mir bis da hinten und dann ist fertig aufgebaut. Nur so kann man die 1,5 Stunden schaffen pro Raum zum Aufbauen. Ich habe gestern mit ein paar Mitarbeitern hier eine Einführung in das ganze Setup gemacht. Wir haben 3 Stunden gebraucht, bis es aufgebaut war. Und viel davon war, weil die Menschen ein bisschen suchen mussten. Aber es ist immer alles am gleichen Ort. Es steht in der Checkliste sogar drin, wo welcher Meshback hingepackt wird. Und damit ist ein gewisser Grad an Standardisierung da und alles wird einfacher. Videomischer. Genau. Dein Thema. Du hast ihn geschrieben. Ich habe die ursprüngliche Version geschrieben und das ist die auch hier im Einsatz ist. Aber erstmal schreiben. Also wir haben jetzt diese ganzen Signale irgendwie im Rechner. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, warum drückt ihr nicht auf der Kamera auf Aufnahme und nimmt das auf dem Rechner auf und dann schneidet man das alles hinterher, so wie das ja die meisten Leute auch machen, die jetzt mal ein Interview aufnehmen. Das Problem ist halt, wenn wir so eine Konferenz haben, 8 Räume, 2 Tage, dann kommen da 600 Stunden Vortrag zusammen oder Material zusammen. Und so im Schnitt braucht man 3 bis 4 Mal so viel Echtzeit zum Schneiden nachher. Also ist da jemand dann mal 1200 Stunden beschäftigt, das zu schneiden oder halt entsprechend viele Leute. Das geht nicht. Das macht ja auch keinen Sinn. Dann ist das ein halbes Jahr nach der Konferenz, ist das Video online. Das interessiert ja auch keinen mehr. Das JavaScript-Framework, über das er da erzählt hat, ist schon wieder out. Und also wir müssen das irgendwie schneller machen.
Und wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Sportveranstaltungen oder meinetwegen Eurovision Song Contest oder sowas das machen, dann ist das ja auch nicht erst mehrere Monate nach dem Event online, sondern ist halt auch direkt da. Die machen halt auch live to disc. Also die mixen das vor Ort, steht da irgendwie ein Director und sagt, jetzt die Kamera und jetzt die Close-Up und jetzt einmal um die Sängerin rum. Und das Schöne ist, kostenfrei fällt dann auch ein Livestream raus. Das ist ja dasselbe. Das ist einfach dasselbe. Die nehmen schon auch alles nochmal auf, aber in den meisten Fällen ist das, was gemixt wird für den Livestream, ist auch das, was released wird. Und genauso ist es bei uns auch. Also der Martin, der da jetzt gerade hinter der Kamera steht, der macht nebenbei den Live-Mix. Der entscheidet, wann zeigt er die Slides, wann zeigt er die Kamera. Und diese Entscheidung ist final. Das ist das, was in den Stream geht. Das ist das, was wir aufzeichnen. Wir schneiden hinterher auch nur noch vorne und hinten zu. Mehr machen wir gar nicht mehr. Deswegen ist das Ding dann auch nach 5 Minuten oder 10 Minuten fertig geschnitten. Wir können ja auch gar nichts mehr machen. Wir nehmen trotzdem nochmal die Sachen einzeln auf. Die Kamera nimmt selber nochmal auf. Wir nehmen auch die Slides nochmal separat auf. Aber in 99,9% der Fälle benutzen wir das gar nicht. So, kannst du eins weiterklipsen? Genau. Wenn man das jetzt irgendwie in Hardware kaufen will, ist natürlich kein Problem. Es gibt ja professionelle AV-Techniker, da sieht das ungefähr so aus. Wir haben hier hinten sieht man so ein Bildschirm mit einem Multiview. Vorne dran sieht man eine Bedienkonsole für diesen Videomixer. Da sind hier irgendwie hier diese T-Bar, so wie Flugzeug zum Hin- und Herfaden. Und dann links ist, glaube ich, so ein, das ist Vision Mixer. Links ist der Vision Mixer für den Beamer. Ja. Das Setup war zweigeteilt. Es gab einen Hardware-Mischer für das Bild, was auf dem Beamer landet, und einen separaten Hardware-Mischer für das Bild, was im Livestream landet. Es gab zwar Wege zwischen den beiden, aber was auf dem Beamer gelandet ist, wurde hier links auf dem Analogweg geschnitten. Was alles im Livestream und im Recording gelandet ist, wurde rechts auf dem Blackmagic geschnitten. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, was wir vor allem sehen, ist eine Menge Tasten. Eine ganze Menge Tasten. Die leuchten alle bunt und haben alle eine Bedeutung, und wenn du die falsche drückst, ist das Video schwarz oder aus oder Schlimmeres. Und das ist deswegen so, weil diese Geräte Universalgeräte sind. Mit denen kann man ein Musical machen, mit denen kann man ein Konzert machen, eine Band, ein Sportereignis oder Vorträge. Die können halt alles. Also wenn ich die falsche Taste drücke, habe ich einen Herzchenübergang. So. Brauche ich nicht in einem Vortrag, will ich auch gar nicht. Dazu kommt, wenn man noch kurz eins weitergehst, dass wir normalerweise, also wir so als Videocrew, eher selten hinter der Kamera stehen, weil wir sind mit Aufbau, Operations, Betreuung, Planung, Spedition und sowas beschäftigt. Wir haben nicht wirklich die Zeit, selber alle Vorträge zu mischen oder zu betreuen. Deswegen haben wir dafür normalerweise Engel. Das kann man kaum lesen. Ne? Da steht Iswat, Ruwat, Tuwat, Wiederholdat. Das war in Hamburg. Eat, sleep, code, repeat. Kennt man vielleicht auf Englisch. Repeat. Genau. Engel sind Leute, die uns helfen. Die sagen, ja, ich habe noch nie ein Video gemacht, finde ich total geil, würde ich gerne mal machen. So wie Martin, der macht das nicht zum ersten Mal, aber ist jetzt nicht seine Hauptbeschäftigung. So. Und meistens redet man mit den Leuten mal eine halbe Stunde Einführung und dann können die das machen. Dann setzen die sich in den Raum und machen mal eine Videoschicht und lernen das dabei. Wenn ich denen aber so eine Konsole vorsetze, wie wir sie vorher gesehen haben, oh boy. Also unsere Anforderung war, wir wollen, und das kostet einen Haufen Geld. Also der Mischer kostet irgendwie, ich glaube, 2.000 oder sowas. Die Bedienkonsole kostet noch mal so viel. Die Bedienkonsole kostet das Doppelte vom eigentlichen Mischer. Ja, ist total crazy. Es sind halt mehr Tasten. Tasten sind teuer. Und dann brauche ich davon aber 2, weil ich ja für Stream noch was anderes mischen will. Und dann, die können auch nicht scalen. Das heißt, wir haben ja diese Chanesium-Scaler nicht. Also brauche ich noch diese Analog-Ray, davon brauche ich aber auch 2 oder 3, je nachdem. Und ratzfatz habe ich da 30.000 Euro ausgegeben für Geräte, die hunderte Tasten haben, wo ich dann auch noch jemanden brauche, der das Training macht, um den Leuten zu erklären, wie man das benutzt. Das funktioniert für uns halt nicht. Also sind coole Geräte, aber funktioniert nicht für uns. Kannst du noch eins weitergehen? Genau, das ist das, was wir gebaut haben. Boah, sieht man das schlecht. Wenn ihr das im Stream seht, dann könnt ihr es sehen. Die Leute vor Ort, die können dann nachher einmal bei Martin um die Ecke gucken und dann sieht man das in besser, weil der Beamer ist so ein bisschen mehr. Sollen wir es denn live zeigen? Wird ja nicht besser dadurch. Ist ja mehr so ein Kontrastding vom Beamer, ne? Okay. Also was wir hier sehen, ist eine Software, die genau dasselbe tut. Naja, nicht wirklich. Sie ist halt optimiert für genau unseren Einsatzzweck. Nur für Vorträge. Bei Vorträgen brauche ich nicht so viele Sachen. Ich brauche keine Herzchenübergänge und sanften Überblendungen. Ich brauche halt Slides, ich brauche Kamera, ich muss dazwischen umschalten, ich muss mal Slides und Kamera kombinieren können, also meistens die Slides groß, die Kamera klein, und ich muss das an- und ausschalten können, damit der Stream was sieht oder nicht. Und das war's auch schon. Mehr brauche ich an Features eigentlich. Da reichen 5 Tasten für. Mehr braucht man auch nicht, um das zu bedienen. Mit F1 bis F4 kommt man schon relativ weit. Mehr Tasten braucht man eigentlich nicht.
Da kann ich jemanden eine Viertelstunde davor setzen und ihm das zeigen oder weniger sogar. Und dann kann er das bedienen. So. Und das ist die Software, die wir gebaut haben. Die läuft auf diesem Encoder-PC und auf dem Notebook. Es sind halt zwei Teile, ist wie so ein Terminal. Der Server läuft auf dem PC, der Terminal-Client, also die GUI, läuft auf dem Notebook. Hat den riesen Vorteil, dass Sophie, sie zeigt es gerade, auch bei sich selber mal so eine zweite GUI starten kann. Wir sehen jetzt quasi den Live-Mix von uns. So, ich hoffe, euch wird, boah, jetzt wird einem schwindelig. Aber, ne? Du kannst ja mal umschalten. Schalt doch mal auf, genau, da kann sie umschalten. Und dann schaltet das halt auch im Stream und auf dem Recording um. Achtung, jetzt wird es im Stream wieder den Wiederholeffekt geben, so. Weil ich jetzt auf die. Das Ganze läuft einfach über Netzwerk. Die GUI ist ein Programm, der Server ist ein Programm, das läuft, redet alles nur auf dem Netzwerk. Kannst du nochmal auf die Slides und dann auf die nächste vielleicht gehen? Ja, ich mache hier die GUI wieder aus und gehe auf die Slides. Ja. Ist ein bisschen viel vielleicht, aber die Zahlen, die da vorne dran stehen, sind einfach TCP-Ports. Man kann mit dem, das Ding verhält sich wie eine Server-Software. Man kann sich da per Telnet drauf connecten und dann per Telnet das Video schneiden. Kein Problem, es gibt einen Befehl für Slides, einen für Kamera, einen zum Umschalten, zum Kombinieren. Man kann sich da mit irgendeinem, mit, was weiß ich, mit VLC oder sowas auf diese Ports connecten und sieht das Video, was da rausfällt. Das verhält sich halt wie eine Server-Software. Ist es ja auch, es ist Software. Und dadurch können wir jetzt mit quasi unseren Fähigkeiten, die wir als Softwareentwickler haben, plötzlich in diese Welt eintauchen und da Tooling für schreiben. Also nur Leute haben zum Beispiel sich an den Output gehangen und haben die Audio-Level gemonitort und das dann ins Isinga reingetan. So, dass halt der Monitoring-Check rot wird und ein Bescheid sagt, wenn irgendwie seit 3 Minuten keiner was gesagt hat. So, ne, kann man dann quasi das Sysadmin und das Entwickler-Tooling benutzen, um mit Video zu interagieren. Genau, so. Eigentlich möchte ich da gar nicht weiter drüber eingehen. Ich erzähle das gerne hinter dem Talk noch ein bisschen genauer, aber für den Moment reicht das eigentlich, wenn man das mal so sich verstanden hat, dass wir halt das mit Software gelöst haben, weil das ist, was wir gut können. Und das halt viel Möglichkeiten aufmacht, zu sagen, ach, ich skripte das jetzt, ich will nicht die Tastatur benutzen, ich will da ein Inputgerät dran haben. Oder ich will, dass das automatisch gesteuert wird. Vielleicht mache ich mal da was mit Computer Vision. Ich gucke mir den Output an und er steuert dann den Mix. Kann man machen. Dafür ist die Software optimal, um sowas zu testen. Genau, so. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen zum Thema Videomixer. Da kann ich noch Tage drüber reden. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Kapitel zu besprechen. Genau, Content Delivery. Content Delivery, Network, CDN, Livestreaming gehört alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich fand dieses Diagramm so wunderhübsch Low-Tech für eine so Hightech-Anwendung, dass ich es doch unbedingt verwenden wollte. Ich habe unten rechts den Link noch ergänzt. Da habe ich das nämlich mal ausformuliert. Also bei Seibert ist das relativ einfach. Wir nehmen unser Video, schmeißen es auf YouTube und dann sind wir fertig. YouTube macht dann alles. YouTube macht dann alles andere. Beim Camp oder beim Kongress, beim C3VOC, ist YouTube so ein bisschen. Ja. Wir möchten das gerne selber machen, weil man lernt ja auch nichts, wenn man es nicht selber macht. Beim VOC haben wir eine eigene CDN-Infrastruktur mit 10, 12 Headnodes, glaube ich, wenn alle laufen, und ein paar Shadow-Nodes, die quasi für die Verteilung da sind. Und dann ist da halt so ein Datenfluss dazwischen, dann gibt es irgendwie Transcoder und auch da erzählen wir gerne nochmal Stunden hinten dran. Und am Ende betreiben wir damit ein CDN, wo dann zum Kongress, wie viele Leute? 10.000, 12.000 Leute Live-Video konsumieren. Wir schieben da so zu Peak-Zeiten so 30 Gigabits ungefähr raus. Und das hat alles mit Open-Source-Linux-Software. So, da ist nichts Kommerzielles drin. Also das einzige Kommerzielle ist die Kamera und diese Karten da. So, ansonsten ist das alles Open Source und auch dokumentiert. Und das ist natürlich auch so etwas, genau, ne, da ist ein Beispiel. Beispiel FFmpeg, man kennt vielleicht das Videokomprimierungstool, wird, ich will gar nicht wissen, wie viele FFmpeg-Prozesse bei uns im Live-Betrieb überhaupt laufen. Beispielhaft habe ich jetzt mal hier so ein Kommando rausgezogen, das aus einem HD-H264-Stream einen HD-WebM-Stream macht. H264 ein Videostandard mit vielen Patenten, WebM ein Standard ohne Patente und offen. Die ganzen Androids und Firefox und Chromiums und Chromes dieser Welt wollen am liebsten WebM abspielen. Die Äpfel wollen am liebsten H264 haben. Das ist halt so ein Teil vom CDN und von den Problemen, die man bekämpfen muss.
Browser können nicht alles an Video abspielen, was es da draußen so gibt. Es gibt nur ein paar spezielle Formate, die die Browser verstehen und die die Handheld-Devices, Smartphones, Apple und so weiter können. Und dann gibt es auch ein bisschen eine Formatexplosion. Es gibt am Kongress 4 oder 5 parallele Säle. In jedem Saal gibt es einen Mensch auf der Bühne, der in seiner Muttersprache meistens redet. Und es gibt noch 2 Übersetzer, die das in 2 andere Sprachen übersetzen, meistens Deutsch-Englisch oder Englisch-Französisch oder Deutsch-Englisch oder auch mal Deutsch nach Schweizerdeutsch. Und dann muss halt für jede von diesen Kombinationen muss irgendwo ein Transcoding laufen in alle Formate. Das Ganze fällt bei uns aus einem relativ umfangreich gewordenen Ansible-Repo raus, das das ganze CDN konfiguriert. Links dazu habe ich ganz am Ende noch auf einer Slide. Ist alles Open Source. So. Ja. Warte kurz, dann können wir dir ein Mikrofon reichen. Ich habe da irgendwo eins hingelegt. So, ich habe hier Magst du mal rot anmachen? Martin, kannst du mal gucken, dass das rote Mikro an ist? Sonst stellst du die Frage und ich wiederhole sie einfach. Ich wollte fragen, ob das alles auf dieser Kiste mitläuft. Die Frage ist, ob das Encoding mit auf der Encoderbox läuft. Nein, läuft es nicht. Es gibt, ich nenne sie manchmal spaßeshalber die Winkelkatzen-Cloud. Wir haben einige Rechner in befreundeten Rechenzentren stehen, wo dann das ganze Transcoding läuft. Auf diesem Encoding Cube oder Encoding Box oder wie man sie auch immer nennt, die im Saal steht, wird auf Festplatte aufgezeichnet und der HD-Livestream gerechnet. Nur diese 2 Sachen. Und damit ist er schon genug beschäftigt. Der schickt das Zeug dann quasi ins Netz und dann wird es noch in Formate. Frage war, ob das dann ins Netz geschickt wird. Genau. Das sieht man hier auf diesem Diagramm. Es gibt den Encoder, der steht im Saal. Und von dort geht es zur Verteilinfrastruktur. Von der Verteilinfrastruktur zu den Transcodings, von Transcodings wieder zurück zur Verteilung und dann zu den ganzen Edge Nodes. Und die User ziehen ihr Video dann von den Edge, von der Edge, genau. Ist damit die Frage beantwortet? Super. Livestreaming haben wir jetzt abgehandelt, Post-Processing. Post-Processing heißt in unserem Fall, die aufgezeichneten Videos werden ein klein wenig nachbearbeitet und danach veröffentlicht. Zentrales Tool vom Post-Processing ist der Ticket-Tracker. Was machen Sys-Admins, wenn sie viele Aufgaben haben? Sie wollen die irgendwie verwalten und das Ganze automatisieren. Also werden Tickets angelegt, manchmal in einem Jira, manchmal in einem RT, bei uns im C3-Ticket-Tracker. Ist ein Tool, was speziell für diesen Anwendungsfall rund um den Chaos Communication Kongress ursprünglich entwickelt wurde, wird inzwischen auch von anderen Leuten verwendet, zum Beispiel hier Cybert Media. Dieses Tool kann den Veranstaltungsplan importieren. Man hat sich da irgendwann mal auf ein bestimmtes XML-Format geeinigt, Schedule XML, wo daraus dann ausgelesen wird, welche Vorträge es gibt, wer hält diesen Vortrag, was für ein Titel, wo wird der stattfinden, wann wird der nochmal stattfinden, wie lang läuft der und so weiter. Das Ganze wird in den Ticket-Tracker importiert, daraus fallen dann geplante Aufnahmen raus. Irgendwo anders laufen dann sogenannte Worker-Skripte, Skripte, die den Status vom Tracker abfragen von einzelnen Tickets, die weiterschubsen, wenn es was Neues zu tun gibt und so weiter. Mit zum Post-Processing gehört auch FuseTS. Wir haben jetzt noch gar nichts darüber gesprochen, wie eigentlich aufgezeichnet wird. Das ist auch so eine Sache. Also wenn man so eine Kamera nimmt und drückt auf Aufnahme, dann schreibt die meistens halt so 4 Gigabyte Files und dann fängt es halt mit einem neuen an, weil ist halt so eine Größe, ne? Das Problem ist, wenn man mal so eine 4 Gigabyte Datei oder auch 2 oder auch 3 von so einer SD-Karte runterkopieren möchte, das kann dauern. Die sind halt einfach unhandlich. Die sind super groß, super unhandlich und ich brauche ja eigentlich vielleicht nur 5 Minuten vom Ende von der einen und
So, deswegen machen wir das ein bisschen anders. Ist auch so eine Sache, wenn man halt jetzt wirklich mal 3 Tage am Stück aufzeichnen will und wird das alles in eine Datei schreiben, die ist halt noch unhandlicher, die ist dann 300, 400 Gigabyte groß. Was wir machen ist, wir schneiden das in so 5-Minuten-Happen. Also wir nehmen immer 5 Minuten auf, fangen mit einer neuen Datei an. Das hat den Vorteil, dass man sehr cool damit arbeiten kann. Man kann einfach mit einem Remove-Command sagen, lösch mal alles zwischen 6 und, keine Ahnung, oder 22 und 6 Uhr. Mal die Nacht rauslöschen, wenn man den Platz wieder braucht. Sind ja auch etliche Gigabyte. Man kann aber auch einfach sagen, ich kopiere die jetzt mit AirSync oder mit sowas anderem auf einen Server. Und das kommt viel besser damit klar, wenn die Datei nicht immer wächst, sondern einfach irgendwann fertig ist. Und so machen wir das auch. Wir zeichnen sogenannte Schnipsel auf, so nennen wir das. Und das ist für das Aufzeichnen und das Verarbeiten, also für das Transportieren sehr viel einfacher. Aber wenn ich dann damit arbeiten will, dann ist es wieder nicht so cool, weil die meisten Videoprogramme kennen das natürlich nicht. Wenn ich da jetzt so 5-Minuten-Schnipsel rein tue, um einen 2-Stunden-Vortrag zu schneiden, dann sind die nicht so happy. Und als Glue-Code zwischen diesen beiden Parteien gibt es dieses Fuse-TS. Hat jemand Fuse schon mal gehört? Fuse-File-System? Da nickt es ein bisschen. Das ist ein virtuelles File-System für Linux. Also so ein SSHFS ist ein Beispiel, wenn man über SSH von einem Server was mounten will. Und wir machen da so ein bisschen Magie und dann heben wir quasi diese Schnipsel virtuell zusammen, sodass es für den Rest der Anwendung ausschaut, als wäre es eine ganze Datei. So, der Rechner merkt das gar nicht. Wenn man dann da drin vor- und zurückspult, dann geht das Fuse hin und liest das aus den Schnipseln aus. Aber dadurch können wir quasi so eine Simulation bauen einer großen Datei, mit der die Videoschnittprogramme viel besser klarkommen. Und wann und wo wir anfangen und aufhören müssen, wissen wir dank des Trackers. Das heißt, im Fahrplan, den uns der Veranstalter gibt, steht drin, der Vortrag soll so gegen 10 anfangen und so eine Stunde gehen. Dann fangen wir eine Viertelstunde vor 10 an, machen hinten noch eine Viertelstunde länger, nehmen uns die ganzen Schnipsel und simulieren daraus eine zusammenhängende Datei. Und mit der kann man dann weiterarbeiten. Die kann man dann in seinem Videoeditor aufmachen und bearbeiten. Genau. Videoeditor aufmachen und bearbeiten ist hier als Recording is cut by operator in diesem Diagramm drinne. Heißt in dem Moment, ich gehe noch meine Folie zurück, ploppt hier im Ticket Tracker, das ist ein Screenshot davon, welche Videos sind jetzt gerade zu schneiden auf. Man kann sich ein Video auswählen, bekommt dann gesagt, das ist diese ID. Zu dieser ID gibt es dann eine Projektdatei für verschiedene Videoschnittprogramme. Kdenlive Shortcut kennt man vielleicht. Sucht in diesem Schnittprogramm nur den Anfang und das Ende von dem Vortrag raus. Zwischendrin ist ja alles schon fertig geschnitten. Anfang und Ende. Abspeichern. Gut ist. Und anstatt dass das dann quasi auf dem eigenen Notebook, wo man diesen Schnitt gemacht hat, losmarschiert, das Notebook ist jetzt nicht der stärkste Rechner, den hat man vielleicht auch auf den Knien, die möchte man jetzt nicht so gebraten haben, nehmen wir diese Information, wir haben es ganz vorher gesagt, dass wir da noch so einen Minicomputer dabei haben, nehmen wir diese Information, schmeißen die in den Tracker wieder rein, dieser kleine Minion holt sich den Task, holt sich die Datei und fängt halt irgendwo in einem anderen Raum an zu crunchen und macht dann aus dem Start und dem Ende, dem Vorspann und dem Abspann, die erste finale Videodatei. Diese eine finale Videodatei ist hier als Master Encoding im Diagramm aufgezeichnet, genau. Aus diesem Master Encoding wird dann manchmal noch das Audio separat nachbearbeitet. Aber was immer passiert ist, dass ein Mensch dieses Video sich nochmal anschaut. Schaut sich an, ist der richtige Vorspann da drin? Steht der richtige Titel in der Datei drin? Ist der Anfang auch dort gesetzt worden, wo er Sinn macht? Ist das Video komplett gelaufen? Ist es asynchron? All diese Fragen können noch nicht wirklich automatisiert beantwortet werden. Deshalb sitzt an dieser Stelle nochmal ein Mensch. Wenn das ganze Video fehlerfrei ist, dann laufen 2 Prozesse parallel an. Zum einen werden noch mehr Metadaten an dieses Ticket reingehängt und das dann auf verschiedenste Plattformen veröffentlicht. Hier sind jetzt YouTube, MediaCity.de und Twitter genannt. Es kann inzwischen auch noch auf Mastodon Bescheid sagen, dass was veröffentlicht wurde. Oder wir haben auch schon auf einfach nur FTP-Server hochgeladen, als die Veranstalter das so haben wollten und so weiter. Um das mal so ein bisschen zeitlich in eine Größenordnung zu setzen, beim Kongress zum Beispiel haben wir meistens so 3 Leute, die eigentlich hauptsächlich schneiden und die schneiden alle Vorträge.
Das heißt, wenn in den 5 Räumen eine Runde Vorträge rum ist, dann ploppen da 5 Tasks auf, dann schnappen die sich und dann sind die nach 10, 15 Minuten fertig und dann gehen sie wieder einen Kaffee trinken. Genau. So, das ist alles, was zu tun ist. Klar, wir haben im Raum jemanden sitzen, der den Mix macht, aber wir haben vorher gesehen, dass normalerweise so traditioneller Videoschnitt so 3 bis 4 Mal so lange braucht, wie die Aufnahme läuft. Hier sind wir auf einmal für den Mensch, der da am Mischer steht und dann noch 5 oder 10 Minuten für das Vorne und Hinten Zuschneiden runter. Wir haben uns einen Faktor 3 bis 4 verbessert gegenüber klassischem Videoschnitt. Und wir können garantieren, dass die Ergebnisse alle konsistent sind. Weil wir jetzt nicht mehr einen haben, der lieber die Slides links hat und einer hat sie lieber rechts. Also klar sind da noch Unterschiede drin. Die Videoengel mögen den einen Mix lieber als den anderen. Aber die sind sehr viel konsistenter, als wenn die über Monate hinweg von allen möglichen Leuten bearbeitet würden. Und diese Optimierung, die macht es eigentlich erst möglich, dass wir mit einer Crew von vielleicht 4 oder 5 Leuten eine 3-tägige Konferenz fahren können mit 6 Räumen oder sowas. Unser Credo ist immer, was nicht oft zur Veranstaltung passiert, passiert nie. Klar, es ist unser Hobby. Es gab Zeiten am Anfang von dem VOG, wo teilweise diese Post-Processing-Pipeline noch nicht super funktioniert hat. Da wurden dann Videos auf USB-Platten kopiert und gesagt, okay, das machen wir dann nächste Woche halt noch händisch. Diese Videos sind dann teilweise 5 Jahre später wieder aufgetaucht in irgendwelchen privaten Backups. Ja, wenn er dann auszieht. Ne, wenn er dann auszieht, findet er im Keller hinten in der Ecke noch die Kiste mit den Festplatten. Ja. Denkt sich, boah, was ist denn das? Das ist ja lustig. Aber das ist tatsächlich so ein Ding. Das ist ja so, wenn wir das nicht für Seibert machen, ist das Hobby. Man fährt freitags und nimmt sich freitags Urlaub, fährt an den Veranstaltungsort, baut auf, Samstag, Sonntag Konferenz, Sonntagabend alles packen und Montag bin ich wieder auf der Arbeit. Was Sonntagabend nicht fertig ist, wenn ich aus dem Gebäude rausgehe, das passiert auch nicht mehr. So, gibt so ein paar Ausnahmen, wenn es einem ganz besonders wichtig ist, macht man es vielleicht nochmal daheim oder mal sagt jemand, oh, da hatte ich einen Slide drin, da war noch ein Europreis, könnt ihr den vielleicht noch rausnehmen oder sowas. Das kann man dann mal machen, aber das sind dann halt die Ausnahmen. Im Regelfall verlassen wir den Veranstaltungsort, alles ist gepackt, fertig für die Spedition und veröffentlicht. Same Day Delivery. Genau. Open Source. Wir haben schon gesagt, alles, was wir tun, ist irgendwie frei verfügbar. Wir versuchen, so möglichst viel von unserem Code zu veröffentlichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Setup zu Hause nachbauen oder in der eigenen Firma oder für die eigene Veranstaltung und so weiter und so fort. Wir haben von der Videomischer-Software gesprochen, Voctomix. Ich habe über das CDN gesprochen. Viel von dem CDN ist in unserem Ansible-Repo vom C3-VOG. Wir vermischen jetzt ständig, was bei Seibert passiert und was im VOG passiert, weil es irgendwie halt alles eins ist. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander. Es gibt den Ticket-Tracker, der vor kurzem veröffentlicht wurde, das virtuelle Dateisystem, um die Recording-Schnipsel zusammenzustecken, das allgemeine Wiki vom VOG und ein paar weiterführende Vorträge. Den Abschlussbericht von NoFem möchte ich euch mal als kleines Schmankerl noch mit dazu nehmen. Das ist von einem Kongress von vor inzwischen 12 Jahren. Da hat sich ein Mensch gedacht, das kenne ich doch alles viel, viel besser als die... Du kannst ruhig sagen, wer das war. Fefe. Ja. Man Fefe kennt vielleicht kennt Fefe. Von Fefes Blog. Fefe hat sich gedacht, boah, ey, das mit diesem Video, das kann ja wohl nicht sein. Das muss das doch ganz alles, einfach gehen. Alles viel zu langsam. Das geht ja gar nicht, ja. Und dann werden die Festplatten im Keller. Und hat sich mal ein Jahr probiert. Und dann am Ende macht er so einen Abschlussbericht. Der ist wirklich sehenswert. Da kann man eine Menge über die Dinge lernen, die man alle nicht ausprobieren möchte. Wenn man ein wenig mit dem Hintergrund wissen, was ihr euch heute hoffentlich mitgegeben habt, könnt ihr euch diesen Vortrag mal anschauen von Fefe und dann vielleicht verstehen, warum wir manche Entscheidungen so getroffen haben, wie sie jetzt sind. So, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, gesprochen über sehr viele verschiedene Themen, die weit auseinander liegen. Ich könnte wetten, da sind noch einige Fragen übrig geblieben. Wir haben den lieben Rico da, der hat ein Fragenmikrofon. Wer eine Frage hat, immer her damit. Also es gibt auch heute keine dummen Fragen. Da gibt es sowieso nie, aber heute ganz besonders nicht. Also die Themenlandschaft, die wir da jetzt bestreift haben, da kann man problemlos 2 Jahre drin sich beschäftigen und hat immer noch nicht alles gesehen. So, das ist völlig in Ordnung, wenn da jetzt irgendwie Sachen nicht so eindeutig waren. Vielleicht fragen wir was zuerst. Wer von euch macht denn Videoaufzeichnung? Oder ist hergekommen, weil er sowas gerne machen würde? Rico winkt, da winkt es ein bisschen. Magst du erzählen, wie du es machst?
meint er, nimm eine DSLR. Und funktioniert das für dich? Ja, für die kleinen Sachen funktioniert. Aber für Stundenaufzeichnung. Also so effizient wie das. So effizient wie, bei uns. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man es mit einer DSLR jemals hinbekommt. Weitere, möcht ihr noch was sagen? Möcht ihr was loswerden? Seid ihr überwältigt? Mit Sicherheit. Möchte mal wer selber ausprobieren. Warte kurz auf das Mikrofon. Hey, ich hätte noch eine Frage zum Videoschnitt. Verstehe ich das richtig? Ihr habt quasi eine Version, also ein zusammengeschnittenes Video, was dann auch auf eurem Cube rumliegt. Also ihr habt nicht mehr die Einzelkanäle quasi danach. Also dass ihr quasi nochmal nachmischen könnt für den schlussendlichen Edit? Wir haben einen zusammengeschnittenen Vortrag, das was auch schon zum Livestream rausgegangen ist, in nochmal höherer Qualität auf dem Cube liegen. Und wir haben die Vortragsfolien nochmal als separate Videospur daneben liegen. Die Kameras zeichnen immer als Backup auf ihre SD-Karten auf. Wenn man sich ganz viel Arbeit machen will und das nochmal nachschneiden will, weil da irgendwo zwischendrin Dinge passiert sind, die nicht im Video sein sollen, dann kann man sich mit den Folien und dem SD-Karten-Backup aus der Kamera nochmal einen neuen Schnitt machen. Aber das ist ein riesiger Aufwand. Wie das viel ist Mal? Auch mit Absicht so viel Aufwand. Also weil wir eben nicht wollen, dass jemand sagt, ach ja, da habe ich nicht perfekt gemischt, das fixe ich jetzt nochmal. Weil wenn man nämlich damit anfängt, dann ist ratzfatz die Veranstaltung rum. So. Und das ist schon mit Absicht so, dass das, auch wenn es nicht perfekt ist, die Tatsache, dass es abends online ist, ist viel wichtiger. Also Leute sind in der Lage, darüber hinwegzusehen, dass du zu spät umgeschaltet hast. Das ist völlig in Ordnung. Die Leute sind können drüber hinwegsehen, wenn man kurz das Mikro nicht gehört hat, wenn man sich den Kontext danach noch zusammenstellen kann. Das ist völlig okay. Wenn dann aber das Ding erst einen Monat später online kommt, dann guckt es keiner mehr. Und deswegen machen wir es uns da teilweise auch mit Absicht etwas schwerer. Das sind halt Backup-Mechanismen. Ist schon gut, die Dinger noch zu haben. Aber in der Praxis kommt das sehr selten vor, dass da noch mal einer nachschneidet. Die SD-Karten von den Kameras werden meistens am nächsten Morgen dann formatiert im Boot-up vom neuen Tag. Nach einem kurzen Blick in den Tracker, ob schon alles veröffentlicht wurde vom vorherigen Tag, was meistens der Fall ist. Gerne. Weitere Fragen? Nein? Schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter erzählt. Ach, da habe ich eine winkende Hand gesehen. Was kostet denn so ein Setup? Also jetzt das, was ihr hier zusammen halt habt in diese Kiste? Ja. Also die Einkaufsliste für das ist ein Google Sheet. Das ist auch mehr oder weniger public. Das kann ich, also es ist jetzt nicht public, Google findbar, aber ich gebe den Link jedem, der ihn haben will. Läuft so ungefähr bei 12.000. Aber da sind Sachen, da kann man abspecken. Also nur mal ein Beispiel, das Notebook haben wir nicht gekauft, das haben wir aus der Krabbelkiste genommen. Das war halt ein altes Mitarbeiter-Notebook. Anstatt das 600-Euro-Stativ tut es halt auch erstmal das 200-Euro-Stativ, vielleicht. Oder vielleicht hat man sogar noch eins, das man mal benutzen will. Anstatt vielleicht gleich 4 Funkstrecken zu kaufen, kann man auch erstmal nur 2 kaufen. Also die Sennheiser-Funkstrecken, die wir hier gekauft haben, sind auch so die teuersten, die man haben kann. Die kosten so 800 € pro Funkstrecke. Man kann auch erstmal mit den, was ist das, irgendwie T-Bone, T-Mix, irgendwas Funkstrecken. Die Cheapies-Dinger für irgendwie 150 starten, ist auch okay. Also ne, das sind so Features wie, dass der Martin sehen kann, wenn unsere Akkus leer werden an den Beltpacks. Ist halt total cool. Wenn du einen Tag Veranstaltung hast, weißt du, muss ich Batterie tauschen gehen oder nicht. Das weißt du bei denen nicht. Bei den Sennheisern halten die Akkus auch einfach doppelt so lang. Das ist auch so eine Sache. Ja. Das kann man sich halt kaufen. Man kann es aber auch, wenn man es erstmal nicht so viel Geld ausgeben will, weglassen. Anstatt das 1.000 € QSC-Mischpult tut es auch erstmal ein 200 € T-Bone-Mischer. Man kann dann eine ganze Menge runterstufen und vielleicht am Ende bei 8.000 oder sowas landen oder noch ein bisschen weniger und dann halt nach und nach aufbauen. Nur da sind jetzt irgendwie 2x6 Terabyte Platten drin. Gut, muss vielleicht nicht sein, vielleicht reichen 2x3 Terabyte auch für einen Start. So. Das ist einfach so ein Luxusding. Ne? Möchte ich am Ende des ersten Tages hingehen müssen und Dateien löschen oder will ich 2 Events auf demselben Rechner aufnehmen können, ohne mir Gedanken zu machen? Das kann man aber auch nachträglich aufrüsten. Hätte dann jemand, denkt ihr denn drüber nach, euch sowas eventuell, also wäre das für euch etwas, was ihr gerne mal haben wollen würdet? Ja, irgendwo habe ich ja. Wir leihen das Wohnzimmer. Potenziell auch mit uns zusammen, vermieten wir das auch. Also eigentlich mietet man uns und wir bringen es dann mit. Genau, eine Frage noch aus dem. Ja, genau. Wenn ihr streamt, nehmt ihr auch gleichzeitig auf. Aber der Stream
Wird nicht irgendwie online aufgenommen? Das heißt, ihr pusht das dann separat nochmal für das On-Demand? Oder wie genau. ist da der Workflow? Genau. Ja, aber wenn der Stream jetzt funktionieren würde, könnte man es ja eigentlich gleich könnte, im Internet lassen. Könnte man theoretisch machen, aber im Livestream ist gerne mal der Anfang nicht perfekt oder es hat mal wer verschlafen, jetzt den Livestream wieder auf Start zu schalten. Oder das Internet geht zwischendrin mal aus, weil halt gerade mal wieder 5000 Hacker gleichzeitig das neueste Netzwerktool ausprobieren wollen und so weiter. Oder weil Eichhörnchen die Glasfaser zum Campgelände durchknabbern. Genau. Also, so, der Livestream ist wackelig. Das Internet ist weit weg. Eine Aufzeichnung lokal auf die Festplatte und auf die SD-Karte von der Kamera ist deutlich stabiler und kann mit deutlich höherer Qualität gemacht werden als eine Aufzeichnung irgendwo auf YouTube als Livestream. Also um mal dieses Thema Resilienz ein bisschen nochmal anzusprechen. Wenn das Netzwerk in den Saal kaputt geht, ist kein Problem. Die Aufnahme läuft weiter. Das Notebook redet direkt per IP mit dem Rechner. Die stehen im selben Raum, am selben Switch, am selben Tisch. Und das läuft einfach weiter. Wenn jemand, das ist auch schon passiert, da haben Leute sich gedacht, boah, Handyladen ist irgendwie wichtig. Dieses brummende Gerät, das braucht doch eigentlich keiner. Da war mal auf dem Kongress ein kompletter Saal mit 1000 Leuten offline. Also vom WLAN her und auch vom Uplink. Ist passiert. So, wir laufen weiter, kein Problem. Selbst wenn das Notebook ausgeht und der Switch und jemand gießt da Cola rein, ist auch kein Problem. Dann kann man zwar nicht mehr umschalten, aber der Rechner nimmt einfach auf, was zuletzt eingestellt war. Der macht einfach weiter. Und Sophie hat es ja gerade gezeigt, man kann einfach irgendwo einen anderen Rechner ans Netzwerk stecken, die GUI starten und halt einfach weiter mixen. Also dieses Thema Resilienz gegenüber äußeren Einflüssen, das ist extrem wichtig für uns. Und auch aus Erfahrung heraus, ne, so Dinge passieren selten, aber sie passieren. Und dann, wenn halt der Edward Snowden Interview Talk halt jetzt gerade mal aus Versehen kaputt gegangen ist, weil jemand sein Handy laden wollte, dann popen die nicht den an, der sein Handy laden wollte. Die stehen dann bei uns vor der Tür. Ja. So, deswegen haben wir Lösungen gefunden, um trotzdem sicher aufnehmen zu können. Deswegen ist der Stream, ist immer nett, dass er da ist, aber verlassen wollen wir uns nicht drauf. Wir nehmen das auf demselben Rechner, im selben Saal, in diese Festplatten auf. Ich habe vorhin gesagt, die Aufnahmen landen mit AirSync auf dem Storage. Wenn das Netzwerk weg ist und nach einer Stunde wiederkommt, dann holt der halt das auf, was eben verloren gegangen ist, und dann ist auch gut. So, das heißt, da haben wir wesentlich sehr viel Wert auf Resilienz gelegt, aus schmerzlicher Erfahrung. Und da kommen dann wieder die Sysadmins. Da kommen die Sysadmins, ja. Wenn das jetzt irgendwelche AV-Techniker wären, die würden sich halt von, keine Ahnung, Blackmagic ein Hyperdeck kaufen und da einen Tag lang alle 3 Stunden die SSDs durchwechseln und dann haben sie so einen Stapel vollgeschriebene SSDs und machen damit irgendwann irgendwas. Wir schreiben halt direkt auf die Festplatten, haben die Festplatten am Netzwerk hängen, können mit AirSync irgendwo anders hin kopieren und von da aus dann weiterarbeiten, ohne riesengroße Laufwege zu brauchen. Aber die Sysadmins sind auch manchmal Teil des Problems. Ich meine, die sind ja auch da, um Spaß zu haben. Die denken sich auch, boah, cool, dieses Feature in dem Switch, das habe ich ja noch nie gesehen. Was macht das denn, wenn ich das anknipse? Und plötzlich ist halt so ein komplettes Campgelände offline oder so. Das kann halt einfach passieren. Also passiert halt auch. Oder jemand schaltet LED-Wände an, die nicht wirklich, wirklich UDP sprechen, sondern nur so ein bisschen. Und plötzlich blinken alle LEDs auf dem ganzen Gelände synchron. So, das sind halt Erfahrungen, die man macht. Da fällt man halt mal auf die Fresse und überlegt sich dann, okay, wie können wir sicherer werden? Also jeder soll ja auch basteln dürfen. Das ist ja auch okay. Dafür sind wir ja da. Aber wir wollen halt trotzdem am Ende ein Ergebnis haben. Weil das erwartet man irgendwie dann am Ende auch von uns, wenn wir so viel Zeit und Geld investieren. Ich hätte noch eine Frage. Also ich bin ja persönlich schon genervt genug davon, wenn ich meinen Laptop in verschiedenen Meetingräumen irgendwie mit verschiedenen Kabeln anschließen muss. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei euch ist. Aber was ist denn euer Ideal-Setup, wenn ihr jetzt irgendwo hinkommt zu einem Kunden? Ich meine, ihr habt ja gesagt, ihr macht das auch für Seibert beruflich. Was sollte denn quasi jetzt von Kundenseite, wenn man sagt, okay, wir wollen hier heute bei uns irgendwie einen Vortrag produzieren oder irgendwas, sie aufgenommen wird, was wäre denn eine ideale Ausgangssituation, wenn ihr mit dem Koffer zur Tür reinkommt? So einen Raum, wo wir einen Vortrag aufzeichnen wollen, hat im Idealfall irgendeinen Projektor, wo ein HDMI-Kabel rausfällt. Straight HDMI-Kabel, kleiner 10 Meistens Meter. Meistens irgendwo aus der Wand. Meistens so irgendwo wie hier. Aus der Wand, genau. Da gehen dann am besten die Folien rein. Wir haben irgendwo im Raum dem Raum angemessene Lautsprecheranlage. Hier haben jetzt die 2 Boxen auf dem Boden stehen. Funktioniert einigermaßen, könnte besser sein. Und wir haben irgendwo Internet über Kabel. Größer 5 Megabit Upload für den Livestream. Genau, aber das ist zum Beispiel auch schon optional. Wenn wir kein Internet haben, gibt es halt keine Streams. Ist für einen Raum auch nicht so ein Problem. Wenn wir jetzt 6 Räume hätten, dann wird das halt kritischer, weil dann muss ich die von der Zentrale irgendwo managen können. Dann will ich halt von meinem
Büro, Regie auch auf alle Rechner drauf gucken können und dann brauche ich Netzwerk, dann geht es nicht anders. Aber wenn es nur ein Raum ist, dann geht es auch so. Und ansonsten bringen wir eigentlich alles mit. Außer Beamer und Lautsprecher. Außer Beamer und Lautsprecher, genau, weil das halt Dinge sind, die dem Raum angepasst sein müssten eigentlich. Aber wenn wir jetzt in den Raum gehen, also normalerweise kommen wir vorher, gucken uns den Raum an. Alles andere ist Harakiri. Also es geht ohne, du kannst Leute haben, die Fotos machen und dann kann man oder drüber sprechen oder für dich da hingehen. Dann können wir auch solche PA-Boxen mieten und mitbringen. Dann dimensioniert man das halt mal so nach Bauchgefühl und hofft, dass es hinhaut. Meistens geht das auch, aber das ist so das Minimum. Zu den Dingen, mit denen wir überhaupt nicht klarkommen, gehören Lösungen, die, sagen wir mal, ich habe ja vorhin gesagt, umso teurer die Saaltechnik wird, umso schwieriger wird es für uns. Ne? Also so, gibt's so Lösungen? Präsentieren über USB, ja, genau. Clickshare. Ich wollte jetzt den Hersteller und das Produkt nicht nennen, aber Barco Clickshare gehört so ziemlich zu den beschissensten Sachen, die man machen kann. Ganz tolle Extron- oder Crestron-Anlagen, die können gut sein, also nichts gegen Extron, gar kein Problem, tolle Anlagen, ich hätte gerne den Programmierschlüssel, dann mache ich mir die so, wie sie mir gefällt. Und was ich vergessen habe, so Extron-Anlagen können meistens auch irgendwie mit Ton zurechtkommen, aber nur vom Laptop irgendwie per Mini-Klinke. Deshalb wäre es geschickt, wenn die Saalanlage von Ton auch irgendwo einen schnöden alten XLR-Port hat. Ja, wir müssen als Input. Also entweder hat der Raum, also oft ist ja so, wenn man in kleine Räume kommt, haben die meistens nur einen Beamer da hängen. Ja. Dann bringen wir halt PA-Boxen selber mit, bauen das Mischpult auf, machen unsere eigene PA, alles gut. Warum überhaupt eine PA in einem kleinen Raum? Weil die Speaker das sonst nicht schnallen, warum sie das Mikrofon aufsetzen müssen. Und die Fragenden nicht, warum sie in das Mikrofon sprechen müssen. Wer dann PA drin ist, die muss nur ganz, also hier ist sie eigentlich auch völlig unnütz. Ja, also die, warum stehen hier Boxen? Damit ihr auf das Mikrofon wartet. Und der Speaker weiß, warum er das tut. Und ganz leise aufgedreht reicht schon, um zu wissen, oh, ich brauche das. In einem großen Raum, klar, gar keine Frage. In großen Räumen hat man dann oft auch schon Mikrofonanlagen vor Ort drin. Dann müssen wir halt eine Ausleitung davon kriegen für unsere Aufzeichnung. Oder irgendwas, wo wir einspeisen Input, können. Genau. Ja. Und dann gucken wir uns das an und entscheiden dann, ob wir unser eigenes Mischpult benutzen, weil wir in dem Raum nicht genug steuern können, oder ob wir halt das benutzen, was schon da ist. Das kann man dann halt on demand entscheiden. Aber wenn es eine Saalanlage gibt, ich hatte auch schon mal auf einer Veranstaltung eine Saalanlage, die hatte einen schönen XLR-Input. Jetzt sind wir bei den Stories angelangt. Oh, großartig. Die hatte einen XLR-Input. Wir haben uns super hübsch unser Zeug aufgebaut, angefangen mit dem Ja, das ist halt das Ding. Du gehst vorher in den Raum, du machst Fotos von allem. Wir laufen rum, wir machen Fotos von jeder Netzwerkdose, von jeder HDMI-Dose, alles. Wir müssen den Netzwerktypen ja nachher sagen, bitte mach uns dieses Netz auf die Dose H357. Ja, genau. Der muss ja wissen, was wir brauchen. Während dieser Scouting-Mission hatten wir auch einen schönen XLR-Input gefunden, irgendwo in der Nähe vom Rednerpult. Schön, wir haben genügend Kabel, legen uns dahin, stecken uns ein, schicken mal Ton rein. Ich schnapp mir das Mikrofon und fange an mit Reden und steuere langsam alles ein. Und irgendwann denke ich, ich habe jetzt eine ordentliche Lautstärke, dass mir während dem Einstellen nicht aufgefallen ist, dass die Saalanlage runtergeregelt hat. Ständig weiter runtergeregelt. Dann war halt 5 Minuten Pause, ich habe kurz irgendwo einen Schluck zu trinken geholt, habe weitergearbeitet, habe das Mikrofon wieder in die Hand genommen. Mir sind schier die Ohren rausgefallen, weil die Saalanlage wieder langsam hochgeregelt hatte, während Stille war. Wenn jetzt jemand redet, dann regelt die Anlage wieder leiser. Dann denkt der Mensch, jetzt muss er lauter reden, dann wird es noch leiser, dann ist es irgendwann ganz leise und dann wird es komisch. Macht nur kurz 1 Minute Sprechpause, sucht die nächste Folie raus. Auf einmal hat die Anlage wieder hochgeregelt und den Leuten fallen wieder die Ohren ab. Oder du hast so Saalanlagen, wo halt wunderbar Klinker-Inputs sind, da steht da drin, hier stecken sie ihr Audio rein. Funktioniert im Test auch hervorragend, geht halt nur, solange man VGA benutzt. Wenn du auf HDMI umschaltest, ist das halt die Klinke halt tot. So, weil dann erwartet er das Signal über HDMI. Eigentlich keine schlechte Idee, wenn man genau ein Notebook anschließen will, aber wir wollen ja unser Mischpult da rein haben, wir brauchen ja Funkmikrofone. Es gibt leider keine HDMI-Embedder, also gibt's nicht, kann man nicht kaufen. Es hat irgendwie, haben die Chinesen noch nicht, hallo Chinesen, baut uns mal sowas. Gibt's halt nicht. Ist uns in den Tests nicht aufgefallen, wir haben es aufgebaut, wir haben es ausprobiert, es ging. Dann hat der erste Speaker angefangen, dann ging es auf, naja, nicht der erste Speaker, wir haben es ja schon selber getestet, aber dann, das ist halt wieder so ein, es ist 19 Uhr. Wo kriege ich jetzt noch Equipment her? Schickst du mal schnell jemanden in den Mediamarkt, Adapter kaufen. So. Genau. Es gibt noch eine Frage.
Ja, ihr habt ja vorhin was erzählt von Winkelkatzen. Wollt ihr davon ein bisschen erzählen, was es mit denen auf sich hat? Die haben wir völlig vergessen. Die ich würde sagen, das ist aber auch die Schlussstory, ne? Genau, das ist ein super Ende. Danach können wir euch dann. Willst du, soll ich? Wir teilen uns das. Wir teilen uns das. Es war vor einiger Zeit, anno dazu mal. Es war die Frostcon im Jahr 2011, 2012. War ich noch nicht dabei. Irgendwie so. Ich war da auch noch nicht mit dabei in dieser ganzen Video. Hat Andi dir erzählt, ne? Hat Andi mir mal erzählt. Andi hat mal so Geschichtsstunde gemacht, der ist hier am längsten dabei und dann hat es mal erzählt, wir waren die Crew auf dieser Frostcon, da hat tagsüber die ganzen Säle aufgebaut und sich dann irgendwann nachmittags, keine Ahnung, 19 Uhr, als die Sonne so schön über dem Horizont stand und in die Säle reingeleuchtet hat, ins Büro zurückgezogen und angefangen von dort die Livestreams zu konfigurieren. Das war noch vor den Zeiten von Ansible, damals war noch relativ viel manuell. Irgendwann gegen, keine Ahnung, 22, 23, 24 Uhr oder so liefen die Livestreams dann. Aber dann ist irgendwem aufgefallen, warum leuchtet da eigentlich noch die Sonne in die Säle rein? Lösung des Problems: Die Treiber von den Capture-Karten damals haben sich aufgehängt nach einiger Zeit und von dort an immer nur noch ein und dasselbe Videoframe ausgegeben. Und da haben wir sich halt überlegt. Da hat man sich überlegt, wie können wir das verhindern? Also, weil das ist halt ein Problem so. Und dann haben wir uns erst überlegt, ob wir uns Tänzer mieten. Haben das relativ schnell verworfen und haben uns überlegt, was man stattdessen kaufen könnte, was sich permanent bewegt und was man auf eine Bühne stellen kann. Und das eigentlich so, ja, was könnte man da nehmen? Und da haben sie halt Winkelkatzen im Asia-Shop um die Ecke gekauft und auf die Bühne gestellt. Und das war eigentlich nur als ein Hack für jetzt dieses Event und um das halt irgendwie, bis man den Bug gefixt hat. Das Problem ist, dass die inzwischen so ein bisschen wie ein Maskottchen geworden sind. Also man hat das dann halt, ich fing so ein bisschen auf dem Kongress an, da war nämlich so ein Chaos beim Aufbau, dass wir vergessen haben, die abzuräumen vorm Opening. Und dann stand da halt irgendwie Tim Pridloff auf der Bühne und hat das Opening gemacht mit irgendwie 1000 Leuten im Saal und irgendwie 15.000 Leuten im Livestream und vor ihm stand halt diese goldene Winkelkatze und winkte. Und das fanden irgendwie alle total cool. Keiner wusste warum, aber das war halt jetzt cool. Und dann später sind wir hingegangen, haben die halt einfach unter den Tisch getan, damit man sie nachts wieder rauf tun kann. Das ist auch so ein Ding, wenn man so ein Event hat, steht morgens auf im Hotel, nimmt das Handy aus der Tasche, macht den Livestream an, ah, die Katze winkt, prima. Kann ich erstmal frühstücken gehen? Kein Problem. Ja? Winkt die Katze nicht mehr, macht mal das Notebook auf, VPN an und fixt erstmal den Bug, guckt, was da kaputt ist. Das ist ein super, das ist wirklich toll. Ja. Ja? So. Die Speaker haben das gesehen und haben sich gedacht, boah, da ist ja die Opening-Katze vom Tim, die ist ja total toll. Und haben sich die wieder raufgetan. Und wir sind wieder hin und haben sie wieder runtergetan. Und irgendwann meinte der Speaker, warum tut ihr die denn weg? Ich will, dass meine Katze da winkt. So, und seither ist das so ein bisschen ein Maskottchen. Und die Speaker, ich kann meinen Vortrag nicht halten, ohne dass die Katze winkt. Also stehen jetzt die Katzen ab. Wir haben die dann irgendwann ins Herz geschlossen. Die haben dann, also bei uns beim VOG ist so, dass jeder Saal hat eine Farbe. Alle Kabel sind mit Kabelbindern in der richtigen Farbe gelabelt. Die Winkelkatzen haben auch so Kabelbinder um Arm und Hals. Die sind ihrem Saal zugeordnet. Die reisen jetzt seit 4 Jahren mit uns immer rum. Die sind auch schon repariert worden. Also manchen hatten so, sind so die Batterien, so Beckenbodenprobleme, sind die Batterien unten rausgefallen. Dann hat man das schön mit Heißkleber wieder fixiert. Dann haben wir das. Sie hatten mal gebrochene Arme. Die haben wir dann auch getaped und entsprechend. Irgendeinem Easter Hack hat es mal irgendein Redner geschafft, die Winkelkatze mit dem Ellenbogen während dem Vortrag irgendwie runterzuwerfen. Ja, die sind schon ein bisschen lediert inzwischen, aber wir haben sie sehr lieb inzwischen. Die reisen mit uns und sind so ein bisschen die Maskottchen. Jeder Saal hat eine. Wer mal durch die Bilder des Twitter-Accounts vom C3-Vog durchscrollt, wird da irgendwo das Fahndungsfoto nach dem Menschen finden, der dir so Winkelkatze den Arm gebrochen hat. Oh. Ja, aber man sieht, es ist so ein bisschen, wenn die Katze im Bild ist, dann ist es in Vlog-Produktion. Genau. Ist so zwischen. Und das hat an Stellen, vielen Stellen inzwischen Einzug gehalten. Nein, wir waren vor 2 Jahren nicht auf dem ESC dabei. Aber das die ist ein bisschen zu groß für uns, aber die hatten wir in Katzen. Ja. Die haben sich das bei uns abgeguckt. Genau. Ja. Gut. Okay, an der Stelle machen wir Schluss, weil vielen wir können Dank. Bestimmt noch viele Stunden reden. Ihr könnt wahrscheinlich nicht mehr zuhören, ihr müsst mal trinken und aufs Klo. Also danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Und damit mache ich den Livestream aus. Tschüss.